Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal um Filmanspielungen im GTA gehen, denn da gibt es auf jeden Fall einiges zu sehen. In so ziemlich jedem GTA-Teil gibt es irgendwelche Anspielungen auf irgendwelche coolen Filme. Aber ich würde noch schnell sagen, wenn du neu auf dem Kanal bist, dann lass doch schnell ein Abo da, um nichts mehr rund um das Thema zu verpassen. Und dann würde ich sagen, können wir direkt durchstarten. Why yourself? Eh? Como se llama? Antonio Montana. And you? What you call yourself? Filmanspielungen, die gibt es in GTA zu Genüge. Auf jeden Fall, in so ziemlich jedem Teil wird irgendwelche Anspielungen auf irgendwelche coolen Filme gemacht. In GTA Vice City hat diese Praxis den Höhepunkt erreicht, denn ich glaube, es gibt keinen anderen GTA-Teil, der so viele kulturelle Einflüsse hat wie GTA Vice City. Und ich würde sagen, auch der Haupteinfluss, den GTA Vice City hatte, kam von dem Film Scarface. Und Scarface geht darum, dass halt ein junger Typ, gespielt von Al Pacino, reist in die USA, reist da sozusagen ein, möchte dort reich werden, möchte dort Geld machen, möchte zum Gangsterboss aufsteigen. Und darum geht halt Scarface. Ich will jetzt da nicht so sehr auf die Story eingehen, um auch nicht zu spoilern, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Und also es gibt natürlich kleine Parallelen zu der Story nach GTA, zu GTA Vice City, aber insgesamt sind es schon so relativ unterschiedliche Geschichten, dass man halt nicht so unbedingt weiß, worauf es hinauskommt. Aber dann gibt es halt auch noch diese richtig guten, krassen Anspielungen an den Film, wo man dann zum Beispiel in dem Haus ist, was ja identisch mit dem Haus von Tony Montana ist, hat man ja so eine Schießerei in dieser einen Mission und muss sich sozusagen gegen Feinde wehren, die einen in dem Haus angreifen. Und genau diese Mission, ich sage jetzt mal, in dem Film gibt es eine Szene, keine Mission, die genau so ist, genau das gleiche. Tony Montana wird angegriffen in seinem Haus, muss sich verteidigen, muss um sich schießen, schreit rum, ist voll auf Koks und auf jeden Fall eine mega krasse Szene. Allein wegen dieser Szene lohnt es sich schon, diesen Film anzuschauen. Also Scarface, absolute Empfehlung, schaut euch den auf jeden Fall an. Und GTA Vice City ist ja sowieso nicht mehr unbedingt so spielbar, aber der Film, den kann man auf jeden Fall immer sich mal geben, deswegen Scarface, auf jeden Fall ein mega geiler Film, gönnt euch den. Say hello to my little friend! So, nächster Titel, über den wir heute sprechen, das ist nämlich Wayne's World. Und Wayne's World, da gibt es zwei Teile von, sind so Anfang der 90er rausgekommen. Und diese Anspielung, die zu dem Film Wayne's World gehört, die gibt es in GTA 5 Online. Und da gibt es nämlich den Wagen Rhapsody. Und den Rhapsody, den gibt es auch genauso, wie ihr ihn gerade auf dem Bild seht, in dem Film, da der Dwayne ihm das Auto liebevoll, das Spaßmobil. Und dieser Wagen heißt Rhapsody, weil es diese eine legendäre Szene in dem Auto gibt, wo sie halt Bohemian Rhapsody, an dieser Stelle gehen erstmal Grüße an dich raus, Thompson. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo. Bohemian Rhapsody in diesem Auto hört und total übelst abgeht und total übelst am Rumtanzen sind, übelst am Mitsingen sind. Und diese Szene, die ist auf jeden Fall mit in die Geschichte eingegangen und daher heißt auch dieses Auto in GTA Rhapsody. So, und dann können wir auch direkt mal mit dem nächsten Film weitermachen. Und der nächste Film, das ist ein Film von eines meiner Lieblingsregisseure und zwar von Quentin Tarantino. Und da haben wir nämlich Death Proof. Und das Death Proof Auto, das ist sozusagen der Vamos in GTA. Und die Filmanspielung da drin ist auf jeden Fall dieses Design, was wir vorne auf der Motorhaube haben. Da steht nämlich hier, wie ihr auf dem Bild seht, ist es sicher. Und da gibt es nämlich ein Zitat in dem Film Death Proof. Da fragt die Schauspielerin Rose McGowan den Antagonisten, den Kurt Russell nämlich, ist dieses Auto sicher? Und dann sagt er, ja, dieses Auto ist hundertprozentig todsicher. Und das ist halt sozusagen diese Anspielung, die auf diesen Film gemacht wurde, gerade mit dem Auto und dem Design und halt auch mit dem Namen des Designs. Der Film ist auf jeden Fall zu empfehlen, könnt ihr euch auf jeden Fall echt begeben. Hat auch eine sehr, sehr lange Action-Szene zum Schluss. Also ich glaube, ich habe noch nie so eine lange Action-Szene gesehen wie in diesem Film Death Proof. Was kennt ihr noch für Filmanspielungen in GTA? Schreibt sie auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich will aus diesem Video auch eine Serie machen, weil es gibt ja sehr, sehr viele Anspielungen. Alleine in GTA 3 gibt es ja auch schon das mit dem Paten.
Dann gibt es in GTA Online das mit dem Heist, da gibt es die Anspielung auf den Film Heat und so weiter. Wenn euch noch weitere Anspielungen da einfallen, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wenn du neu auf dem Kanal bist, würde ich mich natürlich freuen, wenn du kostenlos abonnieren würdest. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Video. Ciao, die Ho!